Ah, das hab ich schon wieder verpasst. Ich halt's nicht aus. Pfui. Ach, guck mal, sie kann sogar die Bomben wegstieseln. Jetzt komm her. Kommst du? Wow, schön auf die Hirse. So muss das sein. Du kannst es eigentlich auch mal gut machen, ne? Ah. Wange juckt. Mann, wieso krieg ich den denn nicht? Weil die so fett, das ist so eine fette Kuh, echt. Die ist viel zu groß. Aber Dennis, groß hat doch nichts mit Fett zu tun. Ist mir scheißegal. So, komm, Baby. Jetzt komm her. So. So ist es, glaube ich, viel einfacher, statt dass ich erstmal nach links oder rechts renne, damit ich sie treffen kann. Ich mag die Minen nicht. Ich mag sie wirklich nicht. Ja, okay. So, gleich haben wir's. Für Sprinkling. So. Einmal noch. Und ich habe noch voll Energie. Warum ist da oben links eigentlich Feuer? Sicher jetzt erst neben der Lebensenergie. Ist mir vorhin nicht aufgefallen. Mann, das ist doch nicht so glauben. So. Ich gucke gerade mal kurz, wie das Video aussieht. Ob es scharf ist, ob es unscharf ist. Weil manchmal, weißt du, bei Final Fantasy ist mir aufgefallen. Bei einer Aufnahme war es eben total scharf und dann die kompletten 4 Stunden, die ich am Sonntag aufgenommen habe, war es ein bisschen unschärfer als sonst. Also jetzt nicht so, dass ich jetzt denke, Alter, wie sieht das denn aus? Das ist ja schon fast Dresden. Und einfach nur Vision 2.2 löschen. Aber das war schon merklich unterschiedlich. Ich kann das jetzt hier in dem Spiel gerade nicht so ganz beurteilen, ob es jetzt scharf ist oder nicht. Egal. Auf der Röhre sieht es auf jeden Fall geil aus. Das kann ich euch sagen. Wir haben es geschafft. Mein Gott, was eine schwere Geburt. Ah! Ach, Joker, wo kommst du denn jetzt nochmal her? Nennst dich König von Krug und lässt dich von diesem Girl besiegen. Hm. Schwächling, nutzlos, zu nichts zu gebrauchen. Ah! Ich komme wieder. Oh, was tue ich hier? Ich verstehe, ich stand also unter einem Zauber von diesem Gardius-Typen. Ich weiß nicht, wer er ist, aber es ist klar, dass er Pläne gegen das Mondreich schmiedet. Wenn das der Fall ist, ist Granny in Forlock in Gefahr. Zu Granny wollten wir hin, genau, richtig. Granny kennt die alten Legenden. Sie müsste eigentlich etwas über das Mondreich wissen. Und deshalb ist das Wasser in Krug rückwärts geflossen, um den Forlockwald zu vernichten. Was für ein übler Teufel. Tonor, wir müssen zurück nach Forlock. Dann werde ich das Wasser mal wieder normal fließen lassen. Die vertrockneten Bäume müssen sich dann eigentlich erholen. Karal, hier bin ich. Bring sie zurück, Karal. Danke, Klonor. Mami ist jetzt wieder lieb, wie zuvor. Großartig, das freut mich. Wir sollten jetzt aufbrechen. Okay. Ach, Wahoo heißt also okay. Los geht's, okay. Das Wahoo, da kann der Mario ja auch, ne? Mario 64. Ich glaube, Mario 64 hat er wirklich erst angefangen zu sprechen, ne? Kann das sein? Ich kenne mich da nicht so gut mit aus. Danke, Karal. Nicht zu danken. Macht's gut. Ah, 9.30 Uhr haben wir jetzt. Deswegen Kirchenglocken unsere Stissel. So, dürfte auch das zweite Kapitel jetzt fertig sein. Oder so halbwegs zumindest. Auf jeden Fall haben wir bisher alle gerettet, die wir retten konnten. So. Dann feiert mal schön. So, jetzt ist es genug gefeiert. Weiter geht's. Aber klar will ich die Spieldaten speichern. Jo. Speichern abgeschlossen. Dankeschön. Wiedergeburt des Waldes. Vorlockt das Baumdorf. Okay. Auf geht's. Ach so. Ah, okay. Das ist geil, dass er jetzt wieder aufersteht. Weil das Wasser jetzt offensichtlich wieder so fließt, wie es fließen soll. Oh Gott. Okay. Ich hoffe nicht, dass ich damit allzu viele große oder allzu viele Sprungpassagen haben werde. Aber auch das Level, was ich letztes Mal schon erwähnte. Das ist nämlich so ein Pandemonium an das Sägewerk, ne? Mann, 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 Mann.
Es gibt doch bestimmt Möglichkeiten, oder? Es gibt bestimmt Möglichkeiten, die Dinger hier kaputt zu machen. Was ist da hinten im Käfig? Brauche ich dafür Gegner? Nee, 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 nee. Ich möchte da noch nicht hin. Da gibt es auf jeden Fall Sachen, aber die Frage ist... Wie? Wie mache ich das? Scheiße. Fuck. Ich komme nicht klar. Oder ich komme dann nochmal hin zurück. Das kann natürlich sein. Bei Gegnern gibt es ja auf jeden Fall keine. Das ist Fakt. Das Böse ist nur, ich weiß nicht, wenn ich jetzt einmal den Aufzug steige, was auch nochmal Richtung Pandemonium geht. Aha, aha, aha. Habt ihr gerade nicht gesehen, was da passiert ist? Das sind Gegner gewesen. Ich hab's genau gesehen. Ah. Ey. Okay. Die Metallenen, die kann ich nicht nehmen. Jetzt macht's natürlich auch alles Sinn. So. Dankeschön. Hallo. Na? Geht's dir gut? Ich kann das gar nicht glauben. Ihr keine Bösen. Ich bin Klonoa aus dem Winddorf. Hier. Du bist frei. Gerettet. Tausend Dank. Keine Ursache. Yippie. Hurra. Boah, so viel positive Energie, ne? Ich, Wächter der Gondel. Ah, okay. Jetzt macht er mir die beweglich. Jetzt funktioniert Gondel. Vielen Dank. Weil ganze positive Energie, die hier ausgestreut wird, wird mir schlecht. Ah, schon wieder dieses Gör. Ich habe keine andere Wahl. Okay, Jungs. Versteckt den Schlüssel für die Tür an einem sicheren Ort. In meinem Arsch. Pulp Fiction. Steht da nicht untätig rum. Lange Reise vor euch. Passt auf. Ja, danke. So, schauen wir mal. Hey, Mr. Spider. Wo bist du denn her, sag mal? Ich nehme dich mal mit, ne? Okay, die Gegner sind nicht so geil, muss ich sagen. Bring me to the horizon. So, nehmen wir mal einen Checkpoint. Nehmen wir auch mal mit. Ah, guck mal, war eine sehr, sehr gute Entscheidung zu warten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Supp. Ah! Ups. Nein, jetzt muss ich das auch noch mit so einem Gerät... Oh, ich werde gekloppt. Aber wie? Ah, nein! Es kommt ja gerade einer lang gedüst, ne? So, ist das jetzt der Erste, den ich retten kann? Nein. Wieso ist das jetzt schon der Schlüssel? Das macht doch keinen Sinn. Ah, ich muss doch Leute retten. Uiuiui. Ah, das müssen wir auch noch warten, ey. Aber dich nehmen wir mit. Kommst du mal zurück? Hör mal, Mr. Gondelwächter. Was los? Ich werde aber, glaube ich, gleich im Anschluss an die Aufnahme mal so ein bisschen rumfummeln. Mal gucken, ob ich das irgendwie mit der Schärfe anders hinbekomme. Das Interessante war, irgendwann war das Programm, ja, so halbwegs resettet, sag ich mal. Und, achso, nee, hier komme ich her, ne? Total dumm von mir. Nein, bleib stehen! Nee, mein Programm war irgendwie mal resettet und das war der Zeitpunkt, wo das total scharf war auf einmal. Da habe ich mal wieder ein bisschen was, ich weiß nicht mal, ob ich da überhaupt Einstellungen geändert habe. Aber ich glaube, es sieht jetzt wieder ein bisschen unschärfer aus als sonst. Deswegen, ich fummel da gleich mal ein bisschen mit rum. Vielleicht kriege ich das irgendwie hin. Ah, komm schon. Ei, 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 ei. Ach, Entschuldigung. Und da müssen wir jetzt erstmal nicht hin. Ach, hier ist schon der Schlüssel-Dingens. Ich brauche trotzdem nochmal einen Gegner. So, weil ich will da ja nach oben. Metal-Maus. Wow. Ha! Ha! Komm, Rainer. Schön einfach gegenrennen. So benutzen wir also hier in dieser Welt einen Schlüssel. Finde ich gut. Ring, 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 ring. Ah, guck mal, da im Hintergrund sind wir auch schon Sachen. Ah ja, okay. Kann ich auf jeden Fall hier erstmal jemanden noch retten. Brauche ich einen Gegner?
Hey. Bleib mal geschmeidig, Kollege. So, zack, Nummer 2. Recht komplexes Level, ne? Aber warum ist das mit diesen Holzleveln immer so? Ja, auch das Sägewerk, das war damals auch, zumindest meiner Ansicht nach, ziemlich komplex. Oh Gott! Ah, hi. Lass ich trotzdem mal in Ruhe. So, Nummer 3, perfekt. Die Frage ist halt, hoch, runter, ich weiß es noch nicht so genau. Aber links, rechts, weiß ich auch noch nicht so genau. Ah, da brauche ich wieder einen Schlüssel, okay. Ist in Ordnung. Hi. So, meiner. Ja, scheiß drauf. Ich soll 2 von den Gegnern nehmen. Ist es halt so. Bums! Down! Energie können wir auch mal kurz aufladen. Energie können wir nochmal. Ah, ich dachte, das wäre für immer da. Uiuiui, okay. So, gut. Ach, wow. Wie hab ich das denn überlebt, sag mal? Haben wir dich noch? Und ach, guck mal, da ist der Schlüssel drin. Wer hätte es gedacht? Ich ja nicht. Habe ich hier nicht noch irgendwas übersehen? Irgendwie irgendwas? Warum wollte ich hier runterfahren? Ich darf sowieso nicht mehr, okay. Heißt, der Drops ist jetzt eh gelutscht. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil ich weiß zum einen nicht, ob ich die Level erstmal wieder besuchen darf. Ob ich die Möglichkeit überhaupt dazu habe. Ach, Mann. Keine Ahnung. Käse. So. Dankeschön. Will man beide kaputt machen, einfach. Okay, es bringt mir jetzt schon nichts. Das sehe ich schon. Ach du Scheiße, okay. Okay, es bringt mir eigentlich auch so über gar nichts, wenn ich mit denen jetzt holen würde. Da! Alter! Boah! Das war ganz schön knapp, ey. Leck mich fett. Ja, komm her. Komm runter, du feige Sau. Der kommt nicht runter. Warum nicht? Hey! Ja. Nein, so nicht. Aber das wird nicht funktionieren. What the fuck? Ein Dicker. Ja, super. Du bist ja echt lustig, ne? Okay, jetzt aber. Alle hopp! Dankeschön, geht doch. Jetzt komme ich nämlich auch. Hab's doch mit dem Nachbarn hier. Nächster Checkpoint. Oh, da ist eine Knospe. Da ist garantiert was drin. Da muss ich was draufschmeißen. Dann sehe ich doch jetzt schon, wie da ein Pulsieren ist, ey. Ah, da gibt's noch einige, ne? Ja, ich krieg leider nicht fertig. Da ist auch nichts drin. Also, die bekomme ich nicht gegriffen. Das heißt, ich muss. Alter. Das ist aber nicht dein Ernst, oder? Gott sei Dank kann ich jetzt nicht aus dem. Nein! Aus dem Baum fischen. Geht aber erstmal ganz, ganz weit nach hinten. Gucken wir mal, treffen. Bautz. Was? Ich wollte schon sagen. Jetzt nochmal? Du bist echt ein Arsch, weißt du denn eigentlich? Unglaublich. Hops. Hey! Ach, Mann! Jetzt reißt aber auch langsam. Danke. Das bringen sie nicht so. Die finde ich noch nicht so gut, ne? Komm ich noch nicht so ganz mit anfreunden. Bin ich ganz ehrlich. Jetzt aber. Bautz! Ah, Nummer 4. Meine Fresse. Boah, geh doch einfach da hoch. So, dankeschön. Machen wir jetzt den hier kaputt. Blums. Da ist auch noch einer.
Ah. Bin ich mal direkt hier hingegangen, ne? Oh, ein Leben. Schön. Ich hätte mir so viel Ärger sparen können, ne? Also Ärger weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall Zeit. Okay. Müssen wir einmal rüberhüppeln. Alljopp. So. Und da ist Mr. Schlüssel. Und Energie. Und Mr. Spider. Dum, dum, dum. Dum, dum. Doppelherz. Ah, müssen wir noch einen. Damit wir wieder hochkommen. Wie ist das eigentlich? Das habe ich, glaube ich, zumindest noch nicht bewusst ausprobiert. Wenn so ein Typ hier vorbeikommt, ne? Ah, wo bin ich jetzt lang? Achso, ich muss sowieso, glaube ich, nach links. Wenn so ein hüpfender Typ hier vorbeikommt und der springt halt rum und landet dann auf den Gegner, den ich jetzt gerade am Kopf habe, springt er dann noch höher oder ist das einfach egal? Eine Frage, die es noch zu klären gilt. Ich wollte doch gerade ein Stück Kaffee trinken. Okay. Weiß nicht. Ach, wie cool, dass mir die ähnliche App immer so von scheißegal gerade sind, offensichtlich. Ja. Ja. Ja, guck mal, hat sogar mal ein bisschen was gebracht. Interessante Musik auch. Licht aus! Das ist jetzt hier eine Bonus-Stage oder was soll das hier sein? Mir fehlen auf jeden Fall noch Sachen, die ich retten muss. Ich möchte sie alle retten. Alter! Ich muss nicht so übertreiben mit der Geschwindigkeit. Der muss bestimmt links warten. Aber auf jeden Fall ist man nicht falsch. Ah, ich darf mich wieder normal bewegen. Dankeschön. Dankeschön. Immer diese Baumscheiße, echt. Was ist das da im Hintergrund? Da sehe ich doch was. Sieht auch wieder sehr verdächtig aus. Das ist ein dicker Mops.